Hallöchen, hier ist Kyoko und ja. Irgendwie hat sich hier doch einfach mal auf dem Weg, als ich raus wollte, Naomi versteckt. Und ich habe gesehen, ich habe mich verlesen. Nicht irgendwie, dass Mr. Blowy nicht bei der Area ist, wo es so gestachelt ist, sondern dass da irgendwo ein blauer, also bei den blauen Pilzen, hier soll sie irgendwo sein, glaub ich. Genau, Heidi. Und neben einer Pumpfpflanze. Jetzt frage ich mich, was ist denn eine Pumpfpflanze? Und denke mir, ja gut, ich glaube, ich gehe hier auf jeden Fall einfach mal gucken. Beziehungsweise aus der Luft sehe ich das ja am besten. Hier sind auf jeden Fall ganz viele blaue. Ah! Ja, doch, ich höre sie. Ich höre sie, um Gottes Willen! Jetzt, wo ich gerade raus wollte und ich war halt auch echt im Überlegen, ob ich jetzt einfach auf die Ghostwriter pfeife. Ist das jetzt, ist sie hier in dem Gebiet einfach? Hallo? Ah ne, da drüben. Okay, na, ich war auf jeden Fall nicht angetan. Na, taucht bitte hier irgendwo gleich wieder auf. Wuhu! Na, geht doch. Ja, okay, jetzt können wir wenigstens raus und ich bin ein bisschen besser gelaunt. Naja, jedenfalls, ja, ich habe schon überlegt, weil ich hatte ja schon davor kein Glück gehabt mit meinen Aufnahmen und war angefressen und dachte mir, ja, okay, jetzt ist mir alles egal, ich werde jetzt einfach irgendwie aus dem Level rausgehen und mir nicht mehr die Mühe machen, in den anderen die Ghostwriter zu suchen, sondern ich suche gleich den Kampf gegen Capital B. Aber ja gut, dass er jetzt doch funktioniert hat und wir das Pagey bekommen haben, werde ich jetzt doch zumindest nochmal in Capital Casino schauen. So, und dazu bin ich mal ganz kurz das Fenster wechseln. So, damit ich zumindest sehe, wo wir hin müssen. Erstmal zu der Welt natürlich, das ist ja klar. Aber wo genau, das muss ich ja dann auch wissen. So, zack, hier geht das zumindest immer relativ schnell. Zackig, zackig. Dann bin ich sehr verbunden. So, und während der Ladezeit kann ich mir auch noch ein bisschen Kaffee gönnen. Wundervoll, wundervoll. Oh, das ist wirklich... Ich fühle mich, als wären Steine von mir gelüftet worden. Weil, ey... Ich war so angefressen, also sowieso, dass diese Hitze zu allem anderen halt nochmal voll die Energie am Klauen ist. Und dann halt natürlich ein paar Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollen. Und alles dauert länger, als ich Zeit eingeplant habe zum Aufnehmen. Und oh, es ist halt so ein richtig blöder Tag, wo alles wieder nicht so will, wie es soll. Aber man macht halt irgendwie doch noch das Beste draus. Und ja, aber es geht jetzt wieder. Es geht jetzt wieder. Aber ich denke... Das nächste Level bei Sonic 3 und Knuckles, das werde ich nicht nachher aufnehmen, weil, gerade... Oh Gott, es tut mir leid, Leute. Ich habe heute auch nur eine Stunde geschlafen. Eineinhalb Stunden geschlafen.
Wie gesagt, ich habe ja im letzten Part schon erzählt, dass ich für ein Spiel noch Punkte sammeln muss. Das habe ich die Nacht über gemacht. Und Cappuccino ist nicht mehr stark genug, als dass er mich jetzt am Abend nochmal gut durchprügelt. Die früheren Zeiten vom Nachmittag musste ich leider auch dafür aufwenden, dass ich über die schlimmste Schmerzenphase hinweg schlafe. Also was heißt schlafen? Ich habe halt gedöst. Immer wieder hier und da so ein bisschen, während ich gelesen habe, weil mit den Schmerzen kann ich halt auch nicht wirklich einpennen. So müde ich auch bin. Und wenn man Unterleibskrämpfe hat, ich wünsche es keinem. Wirklich, ich wünsche es keinem. Sie tun halt einfach so mies weh. Warum komme ich jetzt eigentlich nicht direkt auf die Seite von dem Level? Okay, den Vielfraß brauchen wir noch. Fidi! Hinter dem Krater im letzten Raum in der Schießgalerie. Und den gibt es halt nur, nachdem man die Welt erweitert hat, aber das haben wir ja schon. Unter dem letzten Raum in der Schuss. Konnte man denn schießen? Da erinnere ich mich ja auch gar nicht mehr dran. Gut, hier wahrscheinlich nicht. Wobei, irgendwie durften ja nur Mitarbeiter zu dem bestimmten Raum. Sagt er mir da noch irgendwie was? Ihr habt alle meine Gewinnmarken. Hier gibt es nichts mehr für euch. Ja, okay, hier scheint, glaube ich, auch nichts zu sein. Schussgalerie. Ist das vielleicht das mit den vielen Bildern? Ja, zumindest haben wir da mehrere Räume gehabt. Das könnte eventuell sein. Warte, wie viel haben wir denn hier? Ach, ich muss das mit dir reden, um das zu sehen. Okay, 10 brauchen wir und... Vielleicht bedeutet das ja, dass wir keine Zahl gesehen haben, dass wir gerade gar keine haben. Es kann natürlich auch sein, dass wir zuletzt auf eine runde Zahl abgegeben haben. Und ja, ich weiß, ich weiche halt kaum aus, aber es ist halt vollkommen egal, ob wir getroffen werden oder nicht. An Schaden wird es halt nichts auswirken, was für uns in irgendeiner Form, Art und Weise schlimm oder schlecht oder so wäre. Und dementsprechend können wir ja auch einfach völlig wie Rambo durchcruisen. So, ich hatte ja das eine Mal gesagt, dass ich es kaum erwarten kann, Yooka-Laylee endlich zu beenden, weil ich ein neues Projekt anfangen möchte. Und zwischenzeitlich ändert sich das ständig, worauf ich so Bock habe. Wie, ich muss mir das Ding wieder aufschießen? Das ist ja blöd. Kamera? Oh Mann. Der letzte Raum. Wehe, es ist nicht. Ey, komm. Es ist nicht diese Aufgabe. Ich will das jetzt hier nicht umsonst nochmal machen. Ey, aber immerhin, die Mucke ist gut. Das kann ich nehmen. Aber erstmal muss ich mir die Kombo merken. Wo ist denn die aufgemalt? Oder aufgezeigt? Hallo? Ach so, hier an der Seite. Quack, Angry und Elvi und Normie. Nee, ich muss mir das anders merken. Lila, Orange, Grün, Gelb. So, Fidi, wir nähern uns dir.
auch wenn ich die Kamera bzw. wie ich steuere, total verraffe und dementsprechend hier unten Quatsch mache. So, hier an der Seite wieder. Ja, das war hier hinter den... Daran erinnere ich mich noch. Komm schon. Das ist sehr unpraktisch, wenn man nicht rollen kann. Ich dachte, rollen mache ich auf B. Ja, ja, Kyoko, total verballert. Aber wie gesagt, auf Schmerztabletten darf man das mal sein. So. Die Reihenfolge ist grün, orange, lila, lila, orange. Aber ich muss mir nochmal angucken, in welchen Farben. Nein, falsche Fähigkeit. Grün, orange, lila, lila, orange. Okay. Grün, orange, lila, lila, orange! Der letzte Raum. Unter einem Krater. Unter? Hier definitiv nicht, ne? Nee, da geht's nicht weiter runter. Orange, grün, blau, das geht auch noch. Hallo, wo bist du? Orange. Grün. Und reicht's dafür noch oder? Nein. So, komm. Okay, da ist der letzte Raum. Hoffe ich doch. Und da kann ich es da nochmal versuchen. Aber so nach Krater sieht hier auch nichts aus. Oder Cray, das ist doch... Ach, ich weiß halt auch nicht hundertprozentig, was damit gemeint ist. Na? Mach bitte einen Abflug. Fall runter. Ah! Okay, Crate ist eigentlich scheinbar auch das Wort für Kiste. Ah, Gott sei Dank aber, dass du hier bist, Phidi. Weil ich habe auch nicht unbedingt Bock gehabt, jetzt nochmal mir die Kombination zu merken. Bon Appetit! Oh, nice! Ja! Okay, dann würde ich sagen, sind wir hier tatsächlich mal auf Anhieb durchgekommen. Voll der erfolgreiche Part. Und so viel Zeit habe ich auch nicht gebraucht. Ich wünsche, wir könnten einfach so die Level hier ganz easy verlassen, ohne zum Anfang zu müssen. Tja, aber wenn, dann verlasse ich das ganze Menü. Hä? Hier war doch auch ein Schneemann, oder? Weil das war gerade seine Mütze. Ich überlege gerade, hatte ich irgendwann einen von denen hier mal angetroffen? Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß auf jeden Fall nicht mehr, wo der war. Dementsprechend werde ich jetzt nicht investigativ suchen gehen. Was ich genau nochmal machen musste. Und will einfach nur hier raus. Denn wie gesagt, unsere nächsten Spielkameraden sind in der Galeon-Galaxie. Und dann sollten wir auch auf jeden Fall
mit mindestens 15 die Welt erweitern können, ohne dass es Probleme gibt. Ja, aber das machen wir dann natürlich im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass wir uns dann morgen wiedersehen. Und ja, liebe Grüße, eure Kyoko.